Auf dem Lennfaden Open Air 2017 sind sie auch wieder dabei gewesen, genauso wie 2016 schon. Und zwar The Atrium. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ihr den weiten Weg aus Duisburg nochmal hier in den hohen Norden gemacht habt. Erst einmal, wie hat es euch dieses Jahr gefallen? Ja, genauso gut wie letztes Jahr. Nur noch einen Tacken besser, würde ich sagen. Also es war ziemlich geil gerade. Vom Sound her, muss ich auf jeden Fall sagen, war das, was ich letztes Jahr schon gehört habe, was dieses Jahr das noch übertroffen hat. Ich war echt begeistert. Erklär ganz kurz, wie ihr euch getroffen habt, wie ihr zusammengekommen seid und was euren Sound ausmacht. Ja, ihr habt das Ganze ja schon eingangs erwähnt, als wir gespielt haben. Wir haben uns auf dem U2-Cover-Konzert passenderweise kennengelernt. Und also ein Teil hat sich so kennengelernt und dann sind wir halt so zusammengekommen und haben uns gefunden und haben halt gedacht, wie kann man den Sound noch verbessern, wie kann man das Ganze moderner machen. Und das, was uns ausmacht, ist einfach eine Soundwand, die fußt auf dem Gitarrensound. Ich glaube, das ist kurz beschrieben, das, was wir machen. Up North hieß ein Album von euch. Wie sieht's aus? Habt ihr was Aktuelles am Start? Was Aktuelles, was jetzt demnächst rauskommt? Also wir arbeiten an den Songs, haben schon ein paar Songs schon fast fertig. Einfach, wir müssen ein bisschen noch Feinschliff machen und dann haben wir schon ein zweites Album bald. Wie sich das gehört, auch auf die Gefahr hin, dass ich es letztes Jahr schon gefragt habe, wie schreibt ihr eure Songs, wie entstehen die? Die Songs entstehen tatsächlich mit allen zusammen. Es werden Ideen in den Raum geworfen und alle vier arbeiten dann daran, genau. Super. Jetzt habt ihr zusammen ein Lied geschrieben, Northern Lights. Und dazu gab es auch ein Video. In Hamburg ist das mal gedreht worden mit so einem Elvis-Darsteller. Deswegen habe ich zu euch eine ganz besondere Beziehung, weil wir zu dem Elvis-Darsteller, meine Frau und ich, uns damals kennengelernt haben, als wir uns damals beim Konzert gesehen haben. Deswegen, immer wenn ich euch hier oben im Norden sehe, freue ich mich ganz besonders, weil es halt auch noch eine persönliche Note hat, dass da dann so die Wege sich kreuzen. Ja? Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Es hat mir mächtig viel Spaß gemacht mit euch wieder hier in Lennfaden. Schaut mal wieder vorbei, wenn ihr im Norden seid. Was habt ihr als nächstes vor? Was sind so die nächsten Stationen? Wir haben dieses Jahr noch, ich glaube, bis jetzt 5 oder 6 Konzerte noch auf der Tour. Im Herbst kommen noch welche dazu. Und ich glaube, wir haben jetzt erstmal 2 Wochen frei. Und dann gehen wir wieder ins Studio und arbeiten halt weiter an der Platte. Also ist immer was zu tun. Ich sag vielen Dank. Schaut gerne wieder rein. Ihr seid hier herzlich willkommen. Das waren The Atrium. Merken und bei YouTube anschauen. Danke.